So, da sind wir wieder. Den letzten Mal, das bis dann hat sich sehr fragend angehört. Ich meine natürlich bis dann, aber ja, mei. Oh, schau mal, eine Tasche. Lol, ich sehe eben, das sind Statuen von Ärschen, oder? Lol. Ja, ja, gleich. Gleich, ich will. Ich will doch nur. Da, da will ich rüber. Extremes gegen etwas. Sphäre, sublime Einsicht. Ja, doch, haben wir. Schau, das ist eine neue Tasche. Und da oben rechts ist auch noch eine Tasche am Baum. Wieso warten wir auf ihn? Gehen wir rein? Nee, wartet jetzt auf mich. Langsam friert's Professor Chaos ein bisschen. Ja, ja, ich kurz schauen, ist noch ein Ding, nee. Ah, junge Menschen, die sich für Gentechnik interessieren. Wunderbar, kommt rein. Oh, hallo. Oh, noch mehr? Hallo, Sir. Ihr seid ein ganzer Haufen. Timme! Timme! Es freut mich sehr, dass ihr Racker euch für Gentechnik interessiert. Die Genetik begann mit einer einfachen Frage. Kann man einen Affen mit 4 Ärschen statt nur einem machen? Die Antwort ist ja. Jetzt können wir Schweinen, Pferden und allem, was ihr euch vorstellen könnt, mehr Ärsche verpassen. Ja, mein Junge. Und was bringt das? Oh, du bist ein Zyniker, hä? Huh? Ich führe euch einfach durchs Labor, dann seht ihr es selbst. Kommt schon, wir wollen doch nicht die Fütterung des 4-ärschigen Gorillas verpassen. Die Fütterung des 4-ärschigen Gorillas. Steige in die Turban. Ja, vorher erstmal eine 3-ärschige Fledermaus haben wir hier. Eier. Gänschen, da steige ich jetzt noch nicht rein. Ist das ja Loot? Ja, das ist Loot. Scanning-Equipment, kann ich nichts damit machen. Ich rieche Hydrogensulfid. Etwas klein für unser Testobjekt Freiwilligenprogramm. Ah ja, ach, habt ihr sowas, ja. Ah, da ist eine Schublade. Entspann dich, was soll schon schief gehen? Ich könnte dir helfen. Hast du je so eine schöne Nukleotidkette gesehen? Ich schau, ob hier hinten irgendwas ist. Ne, können wir hier noch irgendwas machen? Ihm kann ich brauch mit dem Blödsinn. So ja. Schön, wenn sich junge Leute für Wissenschaft interessieren. Lol, es ist eine viel ärschige Schlange. Alter. Wieso bietet er diese Führung an? Naja. Ist das noch irgendwas? Ganz ehrlich, einige der Testobjekte machen mir Angst. Oh, ja. Ein 4-ärschiger Pinguin ist da. Ist hier irgendwas? Warum kann ich hier hinten reingehen? Aber hier ist nichts. Hast du die Einverständniserklärungen ausgefüllt? Weil ich kann hier offenbar nichts machen. Schade. Dann gehen wir da rein. Bitte nehmt Platz. Hat einer von euch mal Half-Life gezockt? Okay, los geht's. Das hier ist unser Gewächshaus. Gelmanipulation kann helfen, größere Tomaten, Zwiebeln und Gurken anzubauen. Früchte und Gemüse mit mehr Ärschen bedeuten mehr Nahrung für alle Menschen auf der Welt. Und wozu soll das gut sein? Ha, ihr Bibelfreaks seid alle gleich. Spielt nicht Gott, sonst krass. Okay, weiter ins zweite Stockwerk. Viel ärschiges Obst und Gemüse. Ein weiterer Vorteil ist natürlich die Möglichkeit, Tiere zu kreuzen. Wie diese Eselaffen, Hasenfische, Eichhörnchenaffen und mehr. Und sobald wir zusätzliche Ärsche verpasst haben, bringen wir die Wissenschaft voran. Inwiefern soll das bitte der Wissenschaft dienen? Wie heißt du, mein Junge? Super Craig. Tja, Super Craig. Wenn wir wissen, wie wir Tiere verändern können, lässt sich das hoffentlich auf den Menschen übertragen. Meinst du, mehr Ärsche wären unmöglich? Es ist möglich. Weißt du, Genmanipulation geht nicht nur bei Tieren und Gemüse. Wir arbeiten daran, auch Menschen zu helfen. Hier seht ihr diverse Genmutationen meines toten Sohns. Die meisten Leute erinnern sich inzwischen nicht mehr an meinen kleinen Terrence.
Ah, jetzt muss ich sagen. Ich habe mich immer gefragt, wo er hin ist. Terence kam ums Leben, als ein paar Kinder mit einem Relikt gespielt haben, das Barbara Streisand gehört hat. Oh shit, ich glaube, das waren wir. Also, machen Sie das alles hier, um Ihren toten Sohn wieder zu beleben? Zurückholen? Natürlich nicht. Ich versuche, seiner Leiche mehr Asche zu verpassen, damit er endlich in Frieden ruhen kann. Und jetzt geht's weiter in den vierten Stock. Oh, fuck. Tja, da wären wir. Im Dachgeschoss und somit am Ende der Führung. Was ist das? Die? Ein fürchterlicher Fehler der Wissenschaft. Unser Gunner hat uns gebeten, einige der örtlichen Sechstklässler genetisch zu verändern, um sie stärker und verrückter zu machen. Aha. Okay, okay. Wieso zum Geier macht man sowas? Was meinst du? Wieso zum Geier züchten sie ja genmutierte Sechstklässler? Beruhige dich, Super Craig. Wie glaubst du, finanzieren wir das alles hier? Wir haben Spender. Unser Gunner hat uns gebeten, diese Armee aus mutierten Sechstklässlern zu schaffen, um seine Arschkatzen zu schützen. Modifizierte Katzen. Ah, gleich da drüben. Gleich da drüben. Ein Wohltäter namens Mr. Connor hat eine beträchtliche Summe Geld gespendet, um Streunerkatzen mehr Ärsche zu verpassen. In puncto Arschausstattung ist unser Unternehmen weltweit führend. Das Problem ist nur, dass Katzen sehr aggressiv werden, wenn man ihnen mehr Ärsche verpasst. Sie sind dann äußerst tödlich. Ah, ja. Und wieso lassen Sie dann Kinder hier rauf? Hey, kein Grund zur Sorge. Wir haben hier ein sehr ausgefeiltes Sicherheitssystem. Ist das vielleicht ein Teddy-Link? Das Sicherheitssystem? Das Sicherheitssystem wurde abgeschaltet. Sekunde, was? Cartman. Hello, Freedom Pals. Was soll das, Fettarsch? Ihr habt meinen kleinen Plan also durchschaut, Freedom Pals? Glaubt ihr, ihr könnt mich aufhalten? Oh, hier ist jemand, der gerne Hallo sagen würde, Neuer. Los, sag mal. Jungs, ich bin's. Der Kuhn. Jetzt lass den Scheiß. Lass mich nicht auf den Hurensohn ein. Er ist ein Wir haben genug gehört, Kuhn. Du bist echt lästig, Wunderarsch. Aber mit Mitch Connor legt man sich nicht an. Scheiße, wo steckst du? Mr. Connor, wenn Sie das Sicherheitssystem abschalten, werden alle in diesem Labor sterben. Was? Sorry, Doc. Manchmal muss man für das Wohl der Allgemeinheit eben Opfer bringen. Adieu, Freedom Pals. Genau. Genmutierte Katzen. Mit ganz vielen eher Many-Assed Cats. Die viel ärschigen Katzen. Wir ändern natürlich unser Team. Dann nehmen wir jetzt wieder unser Profi-Team mit. Superdose! Ach verdammt! Mit Tweak mit, wollte ich sagen. Und wir spielen auch sehr schwer, also auf teuflisch, deswegen sollten wir schon versuchen zu try haben. Ja, erstmal nicht viel machen. Mir leid. 100 Grün aktiviert! Kinder, aber wir werden wohl alle hier sterben. Kann die beide treffen? Ja, einfach die hier einfrieren. Ja, frier die ein. Und wir krippen jetzt hier. Bam! Die Mist-Tischer beißen und kratzen wie blöd. Hinter kommt irgendwo hin, die friert, jawohl. Zeig ihnen, was du drauf hast! Nochmal ich dran. Was bringt es eigentlich, diesen Tank kaputt zu machen? Das probieren wir jetzt mal aus. Sehr gut, Wunderarsch! Mein Setting. Oh, angewidert. Angewidert, geschockt. Okay, die Katze ist down. Och nee. Jetzt haben wir. Der Klon läuft jetzt wieder komplett in die Ecke. Könnte der Schocken ist aber schlecht sogar für mich. Y. Ja, die, was hier vor mir ist, freezen. Oder die hier. Kleine Erfrischung. Oh, ist ja Range-Katze, fällt mir eben auf. Fernkampf. Chill mal kurz, okay? Captain Diabetes ist kampfbereit. Chill mal vor allem. Nahkampfkatze. Die könnte ich da machen, das bringt mir überhaupt nichts. Ich könnte hier durchgehen, das probiere ich mal. Okay, wenn die zwar ein bisschen was ab, aber was soll. Warte mal. Ich könnte auch natürlich auch hier hingehen, über Knockback. Mache ich das Ding kaputt. Dann stopp so. Dann mach ich trotzdem über Knockback das Ding kaputt. Ihr seid doch hoffentlich alle geimpft, oder? Ich sollte vielleicht mal die Vorschriften verschärfen.
Nee, wir machen es so. Oh yeah! Gut. So, wenn die angewidert, aber ja, mei. Oh ja, auch. Die Foren feuern dich bestimmt gerade an, Callgirl. Okay, die Katze könnte jetzt down machen. Machen wir auch. Ja, ja. Und last hit. Bam. Wir könnten sogar überleben. Hm. Ja, was ist denn die schwarzeste gefreezt? Könnte ich die eine jetzt direkt wegmachen. Die hintere ist auch zuerst dran. Ist auch eine Nahkampfkatze, die hintere. Noch die hier schocken. Bin ich schon dran? Ach komm, wenn ich zwei schocken kann, ist das mit dem Klon. Ah, das hier ist der Türöffner. Was? Och nee, jetzt kommen noch mehr. Oh Mist. Naja, irgendwann lachen wir drüber, falls wir das überleben. Auch ja, genau. Die Katzen sehen ja süß aus, sind sie aber nicht. Hey, lass die in Ruhe. Vorsicht, die Mieze was? Halt an. Ich verlasse mich auf dich. Also hier ist echt klar, was ich machen muss. Ich muss die alle drei schocken. Das ist der Ultra-Move, so gesehen. Der Betis muss halt irgendwie vorne rein, eigentlich. Prügel für die Gerechtigkeit, sehr gut. Aber egal, erstmal alles schocken, dann... Ich sollte vielleicht erwähnen, dass meine Testobjekte einen Heißhunger auf Menschenfleisch haben. Sieht nicht gut aus. So, geschockt. Bats. Lauf teuren Sturmbunkern. Tweak. Tweak könnte jetzt natürlich wieder ein bisschen rein schocken. Schließen kann ich eben nicht. Ihr könnt natürlich auch seinen Healing Rain benutzen. Auf uns, um uns wieder voll zu heilen. Ah, voll heilen ist, glaube ich, gar nicht so schlecht. Was am Arsch? Für dich. Ja, die Blutung entfernt er damit nicht, oder? Nee. Ich bin dran. Das ist jetzt richtig nice. Mach Platz für die Erbete. Besonders mit dem, dass die Katzen sich das dann neben hinstellen müssen. So, angewidert, jawoll. Ich kann jederzeit ein paar Internetkonten hochjagen. Und wenn die Ulte das mal rein. Jetzt gönnen wir uns den Flashmob. Besonders, dass die Türen verschlossen sind. Dann gut so. Bam. Multikill. Okay, diesmal funktioniert es ganz sicher. Oh nee, als ob das noch mehr raus. Warum? Zur Abwechslung bin ich mal nicht derjenige, dem schwummrig ist. Boah. Aber der Schock war stark. Interessant. Der Knopf hat dreimal hintereinander was anderes gemacht. Mhm. Angriffserhöhung und Schild wieder. Jetzt unser Klon. Wir frieren jetzt mal die Range-Katze hier ein. Bam! Schild gebrochen. Unterkühlt. Abgelaufen. Nein! Ich muss sie so oft einfrieren, wie ich nur kann, die Katzen. Ich hätte jetzt wieder direkt zwei Schocken, aber ich kann auch einfach die hintere jetzt freezen. Weil die Nahkampfkatze kann nicht angreifen, solange ich alle in einer Reihe stehen habe. Au. Was? Nein, er ist angewidert auch. Ich werde dich rächen. Gut, kümmern wir uns ums Wetter. Oh, fuck. Ja, aber dann friere ich die Katze trotzdem noch. Diabetes kann jetzt hier mit Knockback und Verlangsamung arbeiten. Aber ich kann es auch so machen, dass ich die mitnehmen. Diabetes! Nein, dann muss der Kleine da unten mehr Damage machen. Ich bin mir ganz sicher, ich hab's gleich. Die hat auch, Alter, die hat auch so viel Leben. Ich mach die weg. Sieh dir das erstmal an.
Bats 143, Verteidigungsfähigkeit. Jetzt kennt das Internet deine Adresse, deine Kleidergröße und deine Allergien. Hm. Toll, dass Internet die Allergien von der Katze kennt. Die kann nichts. Oh, die stellt sich perfekt für Tweak hin. Da gibt's den Dreifachblitz. Bam! Vielleicht hast du ihn jetzt Vernunft eingebrezelt. Reingeschockt. Diabetes-Time. Ah, Diabetes kann jetzt leider nicht wirklich was machen. Kann sich hier hinstellen und nochmal verlangsamen. Sag mal, hast du zugenommen? Und dann baut sich unsagbar viel Schild auf. Cool, könnte jetzt natürlich Ding. Aber durch die Schockeffekte tue ich einfach hier taunten. Bam, blocken. Oh ja, ich glaube, jetzt ist der andere Generator auch hin. Als ob die sich schildert wieder. Aber Blitz macht mehr Damage. Boom. 200, 110. Die greift Call Girl an. Ich habe Ulti wieder ready, aber die ist geschockt und down und da haben wir gewonnen. Jawohl. Das ergibt einfach keinen Sinn. Die ultimative Aktion von dem coolen Typen. Glas mit Arsch-Urtierchen. Okay. Oh, Clownennamen habe ich bekommen. Die tun wir auch gleich mal auswählen. Meine armen Viecher. Gleich. Wir müssen aus dem Labor raus. Vielleicht. Vielleicht können wir durch die größeren Räume. Hier lang. Geh. Waren da nicht die sechs Cluster, die mutierten? Ich kann sogar nochmal zurück. Hier, da ist die Tasche. Kann mir Tasche was machen? Oh ja, kann ich. So. Gibt's hier noch irgendwas zum Looten? Da ist eine Kiste. Da ist noch eine Mephisto-Tech-Tasche. Extremes Gegengift. Jawohl. Hätte ich ja auch benutzen können. Ah, da kann ich nicht hintergehen. Sonst gibt's hier nichts. Ja, passt auch ein bisschen Loot noch mitgenommen. Ich bin mir nicht mehr sicher, dass hier ein Knopf für die Tür ist. Mhm. Erstmal Kostüme, Akzent-Make-up. Klar, und dann müssen wir das Basis-Make-up aber auch ändern. Nehmen wir die Punkte auf den Kopf. Die hat man, glaube ich, auch noch nicht. Nicht alle Kinder in eurem Alter dürfen so handfeste Erfahrungen in der Wissenschaft sammeln. Oh, keine Sorge, das wissen wir. Die mutierten Sechstklässler sind im Kopf. Verdammt. Das hätte auf keinen Fall passieren sollen. Ah, Schule ist kacke. Ja. Eltern sind doof. Ja, manche sind blöd. Oh, shit. Schon okay. In der Turban sind wir sicher. Oh, die Turban geht nicht mehr. Jemand muss zum Hauptprozessor und die Überbrückung aktivieren. Ja. Wo ist der Prozessor? Im dritten Stock. Oh, war blöd, den da zu platzieren, oder? Jemand muss also runter und den Schalter betätigen. 1, 2, 3, ich nicht. Ich nicht. Sorry, aber du bist die einzige logische Wahl dafür. Ja, ja. Eigentlich bist du schon an allem hier schuld. Geh runter in den dritten Stock. Wendy schaut ein bisschen verstört aus, genauso wie Kyle. So mit diesen seitlichen Augen. Timmy auch, Jimmy, Tweak, alle. Craig. Alle haben so diese entsetzten Augenringe. Bin ich der Einzige, der das alles hat kommen sehen? Gibt's hier irgendwas zum Looten mit den Leuten hier? Wir werden die Tour nie beenden oder überleben, wenn du den Schalter nicht umlegst. Ja, kann ich mit dir ein Foto machen? Ne. Da hat's. Die hat sie von mir streicheln lassen. Vorsicht, laut unserer. Oh mein Gott. So wird Text schon wieder. Ah, nee, ist der mit einer meerärschigen Katze. Vorsicht, laut unserer Studien gibt es in einem Zusammenhang zwischen zutraulichem Verhalten und Katzen AIDS. Okay. Ich wollte dir nur sagen, dass du vorsichtig sein solltest. Okay. Sei vorsichtig da draußen und pass auf deinen Arsch auf! Alter, haben wir mal. Ja, dann gehen wir halt runter. Was ist das? Na. Ah, Sechstklässler! Ah, ein Sechstklässler-Gorilla.
Was wollten sie denn machen? Da hinten ist eine Mephisto-Tasche, die sehe ich. Da. Traumelnder. Ach, taumelnder Derwisch. Mein Gott. Nicht Traum, taumeln. Oh, was ist das? Hä? Hä? Kann ich nur Sandblaster wegmachen? Tatsächlich. Nur das Einzige, was mir logisch vorkam. So, weiter innen. So. Bam! Alter. Die Treppe ist direkt hinter dieser Tür. Aber die Tür lässt sich ohne Strom nicht öffnen. Aha. Der Sinn von Treppen ist doch, dass man keinen Strom braucht. Wenn der Generator da läuft, geht die Tür zur Treppe auf. Mhm. Das heißt, ich brauche die Batterie, was da drin ist. Dazu muss ich hier oben hin. Und. Ja. Alles schon gecheckt. Kriegt die Leiter runter? Nö. Achso, das muss ich wegmachen, damit ich durchkomme. Ja, okay, dann holen wir erstmal Diabetes Power. Captain Diabetes! Da etwa! Diabetes? Und los geht's! Ja! Zieh weiter, tapferer Krieger! Wir werden uns wiedersehen! Ja, jetzt. Okay, erstmal looten. Plasma Dermo Verschmelzer. Ich will da hoch. Wie komme ich da hoch? Keine Ahnung. Hier sperrt. Naja, aber hier brauchen wir Chaos. Und Chaos benutzen wir in der nächsten Folge. Bis dann.